Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Bio-Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den DM Bio Adventskalender bekommt man bei DM für 22,95 und ich hole ihn mir tatsächlich jedes Jahr. Ich finde, da sind schöne Inspirationen drin, da sind kleine Müslis drin für auf der Arbeit, da sind kleine Probierprodukte drin, dass man sich einfach mal so ein bisschen durch das DM Bio Sortiment probieren kann und das finde ich klasse. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, Leute, müssen wir uns gar nicht irgendwie drüber streiten, wird sich nicht lohnen in dem Sinne. Aber es lohnt sich, dass man einfach mal so ein bisschen durchsnacken kann. Und das finde ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ich hier die ganzen Sachen probieren werde. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist dann alles ja auch sehr weihnachtlich angehaucht. Wir gucken einfach mal, was drin ist. Ein Teil davon wird dann ja auch tatsächlich in andere Adventskalender reinkommen. Für meine Oma und für meine Eltern. Und das ist ein Wende-Adventskalender. Das heißt, wir können dann nachher die ganzen Kläppchen umdrehen. Und im Laufe der Weihnachtszeit entwickelt sich dadurch halt ein ganz anderes Bild. Hier haben wir die Nummer 1. Jetzt beginnt die schönste Zeit des Jahres. Los geht's, öffnen, genießen, schachteln, umgekehrt zurücksetzen und nach entsteht so das Überraschungswendemotiv. Und da wir uns überraschen lassen wollen, lasse ich den Adventskalender hier vor mir liegen und werde den erst wieder zum Ende des Videos hochheben. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil dann ist das für euch auch eine kleine Überraschung, oder? Ich mache jetzt in diesem Video mal keine Verlosung, weil es sind halt Nahrungsprodukte, Leute, ne? So, wir haben hier drin Zimt-Cornflakes mit Honig und da sind 30 Gramm enthalten. Das finde ich sehr cool. Also sowas nehme ich gerne mit zur Arbeit, weil dann kann ich das einfach mal zum Frühstück oder zum schnellen Mittagessen nehmen oder so. Okay, hier hat sich gerade eine Schraube von meinem Stuhl gelöst. Sollte ich also gleich unerwartet umfallen, dann wissen wir warum. Hier haben wir die Nummer 2. Da steht gar nichts drauf. Da sind einfach nur Glocken drauf. Hier haben wir einen Kokosriegel, zartbitter, 20 Gramm. Also, ja, wird dann wahrscheinlich wie Bounty schmecken, ne? Also Kokos esse ich wohl. Ich habe es nur nicht so ultra gerne auf meiner Haut, um das so zu sagen. Weil der Kokosduft, der in Pflegeprodukten drin ist, ist meistens nicht so ganz meine Welt. Und Sammy, du bist ganz schön nass. Warst du eben im Regen? Ja, also, warum? Es regnet draußen. Der Herbst ist da, Leute. Nö. Die Nummer 3 ist ganz schön groß. Unser Tipp, die Schachteln eignen sich auch prima zum Verpacken von kleinen Geschenken. Ja, das stimmt, das mache ich auch ganz gerne. Und hier haben wir drin Fruchtknabbermix mit Sojabohnen. 24 Gramm sind hier enthalten. Ja, finde ich ganz cool. Ein Fruchtknabbermix, also das kannst du so zwischendurch snacken, ne? Nett. Das hier ist die Nummer 4. Und hier steht tatsächlich der Inhalt drin. Das ist schade, weil ich würde tatsächlich gerne diesen Adventskalender ja auch weiterverwenden und weiter verschenken. Dann ist es schade, wenn auf den Kläppchen draufsteht, was da drin ist. Ne? Aber da kann man auch einen Sticker drüber kleben. Süßer die Glocken nie klingen, steht hier drauf. Ah, okay, deswegen, weil auf der Verpackung selber nichts draufsteht. Ja gut, das kann ich dann auch irgendwo nachvollziehen. Hier haben wir nämlich drin eine Portion, 14 Gramm, 55% Bio-weiße Schokolade mit 45% Sahne-Vanille-Trüffelfüllung. Oh, das hört sich ja lecker an. Und Sammy läuft hier rum und betelt rum. Mausi, du machst Musik. Die Nummer 5 ist der Tag von Nikolaus. Nicht vergessen, heute Abend die Schuhe vor die Tür stellen. Ja, definitiv. Winterknusperherzen. Ja, das sind 30 Gramm drin. Die sind größer als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir nämlich so kleine Dinger, die waren irgendwie nicht so geil, aber die sind jetzt ein bisschen größer. Ich weiß nicht, das sieht man nicht durch, ne? Schade. Finde ich ganz cool, die werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Und die sind irgendwie mit Gewürzen verfeinert, genau. Also das sind halt irgendwie noch so ein bisschen Gewürze mit drin, die so ein bisschen Anis, Zimt, Koriander, so ein bisschen weihnachtlich auch schmecken, ne? Das heißt, das werde ich auch auf jeden Fall nicht jetzt essen. Ja, sondern so, ja, Dezember. Nikolaus. Wo ist Nikolaus, Sammy? Siehst du Nikolaus, die Nummer 6? Da. Oh ja, da steht auch Ho, Ho, Ho drauf. Für dich von Nikolaus. Ja, praktisch. Das ist ein Schokololli Vollmilch, 15 Gramm, ne? Einfach so sehr, sehr passend. Also ja, ein Nikolaus-Lolli. Die kenne ich auch noch von damals. Die gab es doch immer irgendwie, wenn man ein Kind war, ne? Die kannst du ja bei Aldi im 100er-Pack mehr oder weniger kaufen. Und dann hat man von den Eltern auch immer wieder zur Weihnachtszeit sowas bekommen. Das finde ich cool. Oh, die 7 ist ganz schön groß.
Das ist dieses hier. Wir träumen von weißen Weihnachten. Ja, das wäre mal schön, wenn man das mal wieder hätte. Ne? Hat man ja eigentlich so selten. Das ist ein Wintermüsli mit Datteln, Cranberries und Zartbitterschokolade. 75 Gramm sind hier enthalten. Ja, das finde ich ganz nett. Das mag ich. Und das ist ja fast schon ein bisschen mehr als das, was ich mir so zum Frühstück essen würde auf der Arbeit. Deswegen finde ich es ganz nett. Das ist cool. Ja, dann haben wir hier die Nummer 8. Noch 16 Tage, dann ist Weihnachten, steht hier drauf. Oh, die haben ja auch immer diese Gläschen, ne? Hier haben wir wahrscheinlich unser erstes Gläschen. Ja, ich freue mich. Und zwar ist hier die Schokocreme Zartbitter mit 40 Gramm drin. Finde ich super. Also, ne, das mag ich gerne, das werde ich auch verwenden, das nehme ich mit zur Arbeit und kann, ich nehme so viel mit zur Arbeit, was Essen angeht, aber es ist nun mal so. Und kann mir das dann einfach morgens auf mein Brot schmieren. Oh, die Nummer 9 sieht schön aus, da haben wir so ein Lebkuchenmännchen drauf. Hier haben wir einen Oblaten-Lebkuchen, schokoliert, 28 Gramm, lecker. Das mag ich irre gerne. Und sowas esse ich mir tatsächlich auch ganzjährig. Da habe ich überhaupt keine Last mit. Und ja, lecker. Lebkuchen ist geil, schokoliert ist nochmal ein bisschen besser. Also von daher läuft. Also man hat hier schon eine ordentliche Vielfalt drin. Ne? Das muss man wirklich sagen, das mag ich. Das gefällt mir. Sehr, sehr geil. So, dann kommen wir mal zu der Nummer 10. Knabbern erlaubt steht hier drauf. Bananenchips, ja gut, 30 Gramm sind hier drin, das ist nicht so ganz meine Welt, muss ich gestehen, ne? Das ist so, erinnert mich an meine Hamsterleckerlis, die ich damals für meine Goldhamster hatte. Also ich hatte Zwerghamster und ich hatte Goldhamster und Goldhamster dürfen sowas halt haben, Zwerghamster nicht. Und ja, also, deswegen ist es sehr, sehr merkwürdig, wenn ich dann sowas esse, dann denke ich die ganze Zeit, ich würde Hamsterleckerlis essen. Ich glaube, so unterschiedlich zum letzten Jahr ist der Inhalt von diesem Adventskalender jetzt nicht unbedingt, oder? Naja, das war schon das erste Türchen, die erste Box vom zweistelligen Bereich. Jetzt suchen wir uns mal die Nummer 11. Die ist schmal. Leise rieselt der Schnee. Ja, mal gucken, ne, ob am 11. Dezember der Schnee rieselt. Hier haben wir, ui, Vollmilchschokolade mit Zimt, Karamell, 12 Gramm. Ja, das ist, sowas mag ich nicht so gerne wegen dem Zimt, ne? Also Karamell sehr, sehr gerne, aber es ist ein Adventskalender, glaube ich. Ruf dir das ins Gedächtnis. Also von daher passt es auf jeden Fall zum Thema. Dann gucken wir mal, was die Nummer 12 macht. Wir haben auf jeden Fall einen heißen Kakao darauf abgebildet. Vielleicht ist hier tatsächlich Kakao drin. Jetzt wird's gemütlich. Ja, wir haben tatsächlich auch schon im Oktober den Kamin an. Da haben wir nichts drum bei, ne? Winterpunsch steht zweimal. Ja, das ist nett, ne? Dann kann man sich schön mit dem Partner, der Partnerin oder wem auch immer einen gemütlichen Kaminabend machen, Winterpunschtee oder Kerzen anmachen. Das gefällt mir. Schöne Halbzeit, doch. Ui, die 13 ist aber schön groß und da sind Mandeln drauf abgebildet. Nüsse? Nee, das sind keine Mandeln. Doch, das sind Mandeln. Nüsse, Nüsse. Mal gucken. Zimtgranola mit Schokolade und gebrannten Mandeln. Oh, 75 Gramm sind hier drin. Mega geil. Oh, gebrannte Mandeln liebe ich. Gut, Zimt, ne, muss jeder für sich selber wissen. Aber ja, passt halt, passt halt. Passt halt einfach zum Adventsthema, Claudi. Es passt. Die 14 hat eine Zuckerstange drauf. Mega schön. Jingle Bells steht hier drauf. Ist hier eine Zuckerstange drin? Nö. Das ist ein Riegel und zwar ein Schokoriegel mit gepufftem Dinkel. 20 Gramm, das ist cool. Sowas mag ich. Die 15 ist auch wieder schmal. Das ist diese hier. Steht nichts drauf. Weiß nicht. Vielleicht wieder ein Riegel. Eine Nussfruchtschnitte, 20 Gramm. Ja, sowas ist lecker. Das kann man auch mal zwischendurch snacken. Die Nummer 16. Hier haben wir bestimmt wieder so ein Gläschen drin. Vielleicht Marmelade oder Honig. Oh. Honig, Waldhonig, 50 Gramm, richtig geil. Ich mag diese Gläschen, die sind so niedlich, ne? Kommst jetzt nicht unbedingt mit einem Löffel so rein, aber mit einem Messer kommt man auf jeden Fall rein. Ui, die 17 ist wieder richtig, richtig groß. Oh, Tannenbaum, ja, das ist der, also der 17. Dezember ist ja eine Woche vor Heiligabend. Wann holt ihr euren Tannenbaum? Schreibt das mal gerne unten in die Kommentare. Wir versuchen das wirklich immer so früh wie möglich zu holen. Aber versuchen heißt nicht, dass wir es schaffen. Hier haben wir wieder einen Oblatenlebkuchen. Dieser ist aber glasiert. 28 Gramm sind hier enthalten. Das ist auch lecker, ne? Das ist so mit so einer Zuckerglasur. Oh, ich kriege gerade
so Hunger. Mein Freund ist gerade am Burger machen, also ich freue mich sehr, dass ich gleich was essen kann nach diesem Adventskalender. Die Nummer 18 ist auch wieder schön groß und da hat man hier so einen Mistelzweig drauf. Nougatkugeln, das ist für meinen Freund, das kriegt er in seinen Adventskalender. 30 Gramm sind hier enthalten, also das sind irgendwie so 6 Kugeln oder so. Ja, der mag gerne dieses Nougat, Blätterkrokant und so und deswegen kriegt er es in seinen Adventskalender rein. Auch die Nummer 19 ist ganz schön groß. Schon den Weihnachtsbaum geschmückt. Oh, sobald er da ist, wird er geschmückt, aber am 3. Oktober brauche ich jetzt noch keinen Tannenbaum schmücken. Haferporridge mit Feige und Zimt, 50 Gramm. Und das kann man sich dann schön mit warmer Milch machen und oh, lecker. Mmh, ja. Boah, mein Magen hat gerade so hart geknurrt. Okay, so, die Nummer 20. So viel Gemütlichkeit steht hier drauf. 1, 2, 3, 4, dann steht das Christkind vor der Tür. Mhm. Oh. Schokoriegel, feine Bitter. Feine Bitter? Mhm. Mit Beeren. 35 Gramm sind hier enthalten. Dann gehen wir jetzt zu der Nummer 21. Also wir sind jetzt schon im 20er Bereich. Das ist echt Wahnsinn, oder? Die hat sich an der Seite versteckt. Sehr klein und schmal. Süßes Schnittchen steht da drauf. Geil. Mango-Fruchtschnitte, 20 Gramm. Ja, solche, die mag ich ja so gerne. Ne? Von oben und unten sind diese Oblaten dran und dann ist in der Mitte halt dieses Kram drin. Oh, richtig lecker. Die Nummer 22 ist hier. Da steht drauf, noch zweimal schlafen. Dinkel-Orangenkeks mit Schokolade. Ja, das ist definitiv etwas Weihnachtliches. Ich mag nicht so gerne, wobei... Doch, ich mag nicht so gerne Schokolade mit Obst. Auch nicht mit Orange. Aber naja, wird schon seine Anwendung finden, ne? 12 Gramm hat dieser Keks. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir schon das vorletzte Kläppchen, die vorletzte Box, die Nummer 23. Schick mir Schnee. Okay. Jetzt nicht unbedingt im Oktober, aber schick mir Schnee. Gebrannte Mandeln. Oh, 30 Gramm. Ja, lecker. Die werde ich ganz schnell vernichten. Boah, geil. Wie eben schon erwähnt, ich mag sehr gerne gebrannte Mandeln. Jetzt schauen wir uns die Nummer 24 an. Und die ist wirklich riesengroß. Und die packen wir jetzt mal aus. Oh. Mini-Dinkel-Spekulatius. 90 Gramm. Ja, lecker. Lecker, 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 lecker. Ich habe jetzt tatsächlich schon, und das habe ich seit August schon, Spekulatius bei mir auch an meinem Schneidetisch stehen, für die Videos zum Schneiden. Und esse mir auch echt schon seit August Spekulatius beim Videos schneiden. Und jetzt kann ich die demnächst essen. Sehr cool. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie der Adventskalender nun aussieht. Mega schönes Motiv, oder? Boah, ich finde das wirklich toll. Also klasse, dass die auch dieses Wendemotiv eingebaut haben und dass am Ende so ein tolles Bild dabei rumkommt. Dann steht da auch nochmal fröhliche Weihnachten, denn zu Weihnachten hast du dann ja auch entsprechend alles umgedreht und das ist echt hübsch. Also die Frage ist halt wirklich, lohnt sich dieser Adventskalender? Naja, 22,95 ist halt wirklich eine Ansage dafür, dass du halt safe nicht den Warenwert dabei raus hast. Aber du hast einen schönen weihnachtlichen Einblick in das Sortiment von DM Bio und ich finde, das lohnt sich allein deswegen schon. Da kannst du mir gerne deine Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Aber von meiner Warte aus ist es auf jeden Fall ein lohnenswerter Adventskalender, den ich auch auf jeden Fall empfehlen kann. Ne? Also ich finde den geil, ich finde den toll und ich freue mich darauf, die Sachen entweder selber zu essen oder zu verschenken. Und ja, das war jetzt mein Unboxing zu dem DM Bio Adventskalender. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!